man spürt, dass noch Leben im Haus ist. Also, dass noch nicht alles komplett raus ist. Dass man sich noch sehr gut vorstellen kann, was hier mal los war. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie soll ich jetzt formulieren? Wir stehen hier an einem riesigen Haus. Es ist ein riesig großes Haus. Ich würde fast sagen, wenn ich es im Titel nicht schon so genannt habe, dann tue ich es jetzt. Es wird wahrscheinlich irgendwie wieder so eine Millionenvilla sein. Wahnsinnig viele Räume werden auf uns warten. Ich höre Leute, wie Strom und Wasser und sowas geht auch noch. Und es ist ja wieder eine Sache mit Nachbarn und Straße. Ich würde sagen, los geht's. Also, wir müssen jetzt erstmal hier so einen Wall hochlaufen und stehen quasi schon vor dem Gebäude. Zwei Etagen, also drei Etagen plus Erdgeschoss, wenn man so möchte. Da hinten sehe ich schon ein Auto stehen. Und ich würde sagen, bevor wir uns das Auto anschauen, werfen wir mal einen Blick hier um die Ecke rum, um einfach mal die Größe des Objektes irgendwie erfassen zu können. Guckt euch das mal an. Es geht bis da ganz hinten hin auf, wie gesagt, zwei Obergeschossen. Ja, guckt es euch an. Es ist wirklich eine richtige Größe und Mächtigkeit. So, ab zum Auto. Ab. Okay, das scheint noch gar nicht so alt zu sein. Renault Clio. Welches Baujahr kann ich euch nicht sagen. Es müsste doch schon ein bisschen länger da stehen. Wir haben hier jede Menge Grün hier vorn. Und irgendwie auch schon so, weiß nicht, ein paar Beschädigungen. Könnte Vandalismus sein. Wobei es vielleicht auch ein Unfallschaden sein kann. Ich denke mal, das ist eher wahrscheinlich. Das Ganze war wohl mal mit so einer Plane abgedeckt. Wenn wir hier mal einen Blick ins Innere werfen. Ja, es ist wirklich interessant. Guck mal, da vorne liegt eine Corona-Maske drin. Steht das jetzt hier schon lange? Oder steht das hier noch nicht lange? Corona-Maske würde ja 2020 bedeuten. Also vielleicht gerade mal 2 Jahre. Tja, und nun gebe ich euch einen von diesen berühmten Rundumblicken. Was sagt ihr? Großes Haus, ne? Sehr großes Haus. Und es scheint hier ein bisschen mehr zu sein als nur ein Wohnhaus. Wenn man sich das hier anschaut. Die erste Tür hat ganz viel Spinnweben, die wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ja, die Tür ist tatsächlich auf. Wow. Wo sind wir hier gelandet? Frage ich mich schon jetzt. Also Freunde, Problem ist folgendes, wir haben nicht besonders viel Zeit. Ich fühle mich jetzt hier schon unwohl, obwohl dieses Haus von der Einfahrt her nicht unbedingt einsichtig ist. Es soll hier noch Strom gehen, habe ich gehört. Wir werden das prüfen. Ich gehe mir davon aus, dass das auch so sein wird. Es sieht vom ersten Eindruck her sehr frisch verlassen aus. Also keine 5 Jahre, schätze ich mal. Und eine gewisse Anspannung ist da. Und deswegen bitte verzeiht mir, wenn das in manchen Bereichen ein bisschen schnell gehen sollte. Es ist einfach so, ne? Das Haus ist groß, wir können nicht alles Zimmer bis ins Detail angucken. Das würde den Rahmen dieses Videos wieder mal sprengen. Ist irgendwie bei jeder Millionenvilla, wenn man sie so nennen möchte, so. Ja, und ich zeige euch jetzt hier schon die ganze Zeit einen Arbeitsplatz, wie es aussieht. Ein riesiger Schreibtisch mit altem Stil, wenn man sich allein diese drei Sachen hier anschaut. Bügeleisen und... Ist das ein Waffeleisen? Möglicherweise. Dort hinten haben wir einen, ich würde sagen, Aktenschrank. Wir haben Daten von 2002, 2006. Irgendwelche ISO-Normen, die da oben drin sind. Eine Aktentasche. Auf der anderen Seite wieder Akten. Also,
ein richtiger Arbeitsplatz, wenn man so möchte. Hier vorne unter uns liegen Dokumente, die kann ich euch nicht zeigen, weil da Daten und so weiter draufstehen. Ihr kennt ja meine Prinzipien, was das angeht. Ich zeige euch hier was Interessanteres, oder ebenso Interessanteres. Das ist ein alter, ja, man würde fast sagen Ghetto-Blaster, oder? Doppelkassettendeck, Radio, zwei große Lautsprecherboxen. Okay, und hier wird gleich mal etwas deutlicher. Sortimentsbildung, TÜV-Produkt. Hier geht es anscheinend wirklich um einen Arbeitsplatz. Was verkauft wurde, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Wir haben Bibo und ja, das entsprechende kleine Fahrrad dazu. Also Enkel oder vielleicht sogar Urenkel. Wir sehen hier einen Pflegerollstuhl. Die Herrschaften mussten auf jeden Fall ziemlich alt sein, wenn man das zugrunde legt. Tja, das erwartet uns alleine schon hier auf den ersten paar Quadratmetern. Hinter dem Fahrrad gibt es eine Rumpelkammer. Steht ein Feuerlöscher drin und Müll im Allgemeinen. So, nun wird es schon wieder interessant. Wir haben einen Schleifstein. Das könnte ein Diaprojektor sein. Und eine Waage. Postpaket sehe ich hier. Tja, vielleicht wurde irgendwas versendet oder versandt. Vielleicht ein Versandhandel oder sowas. Dann haben wir zur Generierung von der großen Papierflut einen riesigen Kopierer. Also auf jeden Fall keinen kleinen. Wir haben einen Kalender von 2007. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, es ist weitaus frischer, aber gut, 2007 kann auch hinkommen. Denn wenn man mal so die Wände anguckt, also klar, Spinnweben ist eine Sache, aber die Wände, die sind auch schon an einigen Stellen ziemlich feucht und das mag vielleicht auch schon mal ein Zeichen dafür sein, dass der Verfall eingesetzt hat. So, nun würde ich sagen, geht es ins Haus. Wir haben hier immer noch das Thema des Betriebs. Waage, Aktenschränke, ich glaube, ich muss das nicht großartig kommentieren. Eine alte Schreibmaschine. Hier hinter dem Milchglas scheint noch ein weiterer Bereich von Büro zu sein. Da ist die große Aktenflut los. Aber ich glaube, wir können uns hier auch gar nicht so lange aufhalten. Wir müssen ja den Rest zeigen. Es gibt hier so viele Räume, wenn man das von außen gesehen hat. Hier geht's weiter. Ein klassisches Büro, würde ich sagen, haben wir hier. Tja, was kann man dazu sagen? Sieht alles ziemlich altbacken aus. Also nicht nur die Möbel, sondern auch, es fehlt grundsätzlich erstmal ein Computer. Oder so etwas. Gut, vielleicht hat man das auch irgendwie rausgeräumt, aber nee, falsch. Ein Computer haben wir. Zumindest ein Bildschirm davon. Also man könnte quasi sagen, im Sinne von, das haben wir schon immer so gemacht, irgendwann vielleicht Ende der 90er oder sowas. Wobei hier Anfang der 90er Jahre stehen geblieben. Irgendwas wurde vielleicht mal erneuert. Heutzutage, oder wenn man 2007 zugrunde legt, gibt es ja auch schon Verfahren, die also nur digital dann noch abgegangen sind. Und ja, ich gehe mal davon aus, wenn ich im Schnitt bin, muss ich hier so viel pixeln. Hier sind so viel, ja, Aufkleber drauf und Bemerkungen. Und da hinten hängt noch ein Foto von einem alten Herrn, möglicherweise derjenige, der mir das Ganze hier mal gehört hat. Auch interessant, wo wir gerade von Unternehmen sprechen. Hier steht was mit Zoll. Also Vertrieb scheint wohl das Richtige zu sein oder die richtige Vermutung. Hier mal ein Lichtschalter, den ersten, den ich jetzt sozusagen finde. Okay. Also, Strom ist noch vorhanden. Alles klar, Haken dran. Nächste Tür. Das ist eine Stalltür, hätte ich fast gesagt. Mit einem uralten Telefon. Aber Tastentelefon schon, tatsächlich. Hier scheint so eine kleine Küchenzeile zu geben. Das kann natürlich Aufenthaltsraum sein für Mitarbeiter oder sowas. Das ist mit Sicherheit ein Klo. Das kann ich euch deswegen schon sagen, weil es hier unglaublich stinkt. Das lassen wir aus. Ihr glaubt mir das sicherlich, oder? Wir gehen hier gleich weiter. Diesmal durch so eine Feuerschutztür und landen bei einer anderen Eingangstür, wo irgendwie auch schon mal irgendwas zugemacht wurde. Wobei das Holz und die Schrauben sehen auch schon alt aus. Sieht alles irgendwie alt aus. Das Ganze hier ist anscheinend auch irgendwie die Waschküche. Also hier in Kleidung. Und dahinter die klassische Miele-Waschmaschine.
und Miele Trockner. Oh, aber hier wird es jetzt interessant. Hier geht's ins Haus rein. Oh, Alter, was zum... Ist das denn hier eine... Ist das eine dunkle Küche? Also ich sage euch, ohne Taschenlampe geht hier gar nichts. Was haben wir hier? Es ist das berühmte Prädikat voll eingerichtet. Mehr muss ich euch dazu nicht sagen. Aber was ich euch dazu sagen kann, ist, es riecht hier noch. Es riecht nach Gewürzen. Es riecht hier nach frischen Gewürzen. Wie kann man das Ganze so beschreiben, was man dann so fühlt oder denkt? Vielleicht versteht ihr das, wenn ich sowas sage wie, man spürt, dass noch Leben im Haus ist. Also, dass noch nicht alles komplett raus ist. Dass man noch irgendwie, weiß ich nicht, dass man sich noch sehr gut vorstellen kann, was hier mal los war. Nur irgendwie ist hier auch irgendwas passiert. Ich meine, das ist doch hier nicht aufgeräumt. Und warum würde irgendjemand Medikamente raushauen, holen und die aufmachen? Das ist komisch. Auch hier liegt alles kreuz und quer. Mein Gott, da hinten sind noch eingelegte... Was ist das? Peperoni? Champignons? Ich würde sagen, wir gucken uns die nächsten Räume an. Hier in der Tür zum nächsten Raum haben wir noch einen von diesen schönen alten Küchenmerkzetteln. Also Einkaufszettel, denke ich mal, wird es eher sein. Ja, und hier haben wir einen halbwegs leeren Raum, wo irgendwie nur ein Überreste von der Couch drin steht. Kronleuchter, wo irgendwie eine Kerze abgebogen ist. Und ja, so eine Lampe, ein Sonnenschirm. Oh, und hinter der Küche gibt es einen Vorratsraum. Zumindest schätze ich, dass es einer ist. Ja, denke ich doch mal, oder? Oh, und der ist... Leute, guckt es euch an, der ist komplett voll. Hier ist wirklich alles noch drin. Das ist wirklich Prädikat voll eingerichtet. Hört ihr dieses Tropfen? Hier muss an irgendeiner Stelle irgendwas undicht sein. Und guckt euch mal das an, wie die Feuchtigkeit hier, ja, Waschmittel zersetzt. Fleckensalz. Ist irre, oder? Ja, und das hier, worauf das Fleckensalz steht, wird das wohl ein Kühlschrank sein? Es ist ein Kühlschrank. Ich sehe schon dieses angemäuerte Gummi. Wobei, es sind keine Lebensmittel drin. Das ist unerwartet. Wenn wir jetzt hier weitergehen, gibt es einen nächsten Flur mit der Haupteingangstür, wie es aussieht. Und hier gehen wieder mehrere Räume ab. Einmal ein kleines Klo, das können wir uns sparen. Hä? Was steht denn da? Also Freunde, beide Türen gehen quasi in den gleichen Raum. Das ist hier auch irgendwie wieder Büro. Also zumindest, ne, hier steht das obligatorische Faxgerät. Nochmal so eine Karte, die allerdings noch vor der Wiedervereinigung ist, also darstellt. Keine Ahnung, warum man sich das bis 2007 noch aufbewahrt. Und diese Dinger hier, das sind doch Lampen. Oder? Ich möchte die jetzt nicht unbedingt anfassen, aber es sieht aus wie diese Quarzdampflampen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Dort hinten ist auch noch eine Bezeichnung, eine in Ordnung, eine defekt. Stehen ja einfach so. Also, als wenn es Ware wäre, die man irgendwie vertreiben wollen würde. So, und jetzt kann man sich wirklich fragen, was hier alles ja, vertrieben wurde oder verkauft wurde. Ich zeige euch hier gerade irgendwie so ein, ja, Plakat für oder Werbung für Shia. Für diese Dinger. Hier sind tatsächlich noch einige. Vielleicht ist das einfach so eine, weiß ich nicht, Import-Export-Geschichte gewesen hier. Tja, und nun würde ich sagen, auf in den ersten Stock. Boah, und hier oben geht das mit den Räumen gleich so weiter. Fangen wir am besten gleich hier an dem Bad.
Ich weiß nicht, ich wiederhole mich wahrscheinlich. Es ist alles komplett eingerichtet. Leider mit ein bisschen Vandalismus, was diesen Spiegelschrank angeht. Was haben wir hier? Pine Menthol. Lippenstifte. Ganz viele. Deo, Mundwasser. Und so ein bisschen sieht es so aus, als wenn es rechts für die Dame wäre. Links für den Herrn. Aber wer hinterlässt das so am letzten Tag? Also hier muss auf jeden Fall schon irgendwas passiert sein. Bemerkenswert ist auch diese Munddusche. Ja, es ist eine Munddusche. Alt, ne? Richtig alt. Und so verhält es sich auch auf der anderen Seite. Die Badewanne selber jetzt nicht unbedingt, aber ein Luftsprudel-Massagebad. Ach, ich habe erst gedacht, das ist irgendwas für die Handtrockner oder sowas. Aber Luftsprudel-Massagebad. Ich hätte jetzt hier irgendwelche Düsen so erwartet, wie in so einem Whirlpool. Verrückt, in jedem Fall. Wir haben noch eine Dusche, die auch noch eingerichtet ist. Da sind auch noch die ganzen Pflegeprodukte drin. Zurück im Treppenhaus, links von der Treppe. Nächster Raum. Hier erwartet uns die große Kofferflut, wie es aussieht. Jede Menge Kleidung. Bergeweise Kleidung, alles mögliche durcheinander. Kann man gar nichts einzeln ausmachen, das ist einfach ein riesig großer Wäscheberg. Das ist wirklich alles durcheinander. Das kann man zumindest sagen, sind Schuhe für eine Dame. Hier vorne, ich weiß es nicht. Es ist wirklich, es muss hier wirklich unglaublich schnell irgendwas passiert sein. Und irgendjemand ist wahrscheinlich im Endeffekt dann nicht mal durchgegangen und hat alles durchwühlt. Wie immer, irgendwie. Das Ding ist auf jeden Fall nett. Ein ganz alter Plattenspieler. Verstaubar. In so einem Köfferchen. Was liegt hier drauf? Willst du mit mir gehen? Bei sowas frage ich mich immer, war das das Letzte, was hier drauf gespielt wurde? Oder, man weiß es halt nicht, vielleicht hat es auch irgendjemand so drapiert. Kann auch sein. Hier an der Seite haben wir irgendein großes Regal. Oben mit so Mulden, was da wohl mal drinne war. Sieht für mich fast aus wie so ein halber Waffenschrank oder sowas. Ich meine, Regenschirme werden es bestimmt nicht gewesen sein, die hier drinnen gestanden haben. Ja, und dann kann ich euch neben einem alten Telefunkenfernseher, Modell Super Control PAL Color, auf der anderen Seite noch einen, wie es aussieht, begehbaren Kleiderschrank zeigen. Also, es ist ja, da oben ist einfach nur eine Kleiderstange und oh mein Gott, ist das Ding groß! Also ich hätte jetzt gedacht, dass das hier so ein Quadratmeter ist, aber das geht ja bis da hinten hin. Also ich habe mich jetzt hier mal ein paar Meter rein gefercht, fortbewegt. Ich brauche jetzt hier nicht euch alles im Detail zu zeigen. Das glaube ich wohl nicht. Ich denke mal, ihr könnt euch schon sehr gut selber ein Bild davon machen, was wir hier haben. Verrückt. Habe ich noch nie gesehen im Lost Place. Unterstreicht nochmal den Charakter wertvolles Anwesen, oder? Okay, und wenn wir hier die nächste Tür haben, vermute ich mal, dass es ein Schlafzimmer sein wird. Ja, in dem Fall richtig geraten. Ja, ein relativ schlichtes Schlafzimmer, wenn man so möchte. Ein paar Schränke, Bettwäsche. Hier liegt auch wieder alles kreuz und quer. Wir haben noch ein uraltes Telefon, was ich euch zeigen kann. Mit Wählscheibe. Ja, und da hinten sieht man es, der Radiowecker. Also es blinkert anscheinend schon die Anzeige für Batterie leer, aber noch, noch läuft das Ding, ne? Wie lange hält so eine Batterie? 3-4 Jahre vielleicht? So, im Flur einfach mal geradeaus rüber. Nächstes Zimmer. Mal die große Flut von Schuhen. Und interessanterweise, fällt euch das auch auf, die sind schon in so einem Karton drin. Also man hat irgendwie schon, vielleicht ist das ganze Chaos ja auch nicht unbedingt eine Sache von Vandalismus, sondern dass man es zusammengestellt hat, wie es halt so häufig ist. Ja, irgendwie Erbfall und dann kommt man in Streiten oder sowas. Es sieht auf jeden Fall zusammengestellt in der Mitte aus, das ist irgendwie der Zustand.
Tja, und das Bild hier sollte das vielleicht auch noch unterstreichen. Hier fehlt ganz offensichtlich was. Eine Couchgarnitur. Die Überreste sind anscheinend noch hier. Nee, das ist irgendwas Aufblasbares. Völlig verrückt. Wir haben noch einen Teddybären, der bestimmt auch so drapiert wurde. Eine Zimmerpflanze, die in sich zusammengefallen ist. Und ich glaube, man kann hier auch noch die Überreste sehen oder die Position, wo mal was gestanden hat. Es gibt noch eine Etage. Es gibt wirklich noch eine Etage. Und hier gibt es Puppen. Kleine Puppen. Kleine Puppen mit etwas fiesem Blick. Ich weiß nicht, kann man der vertrauen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tja, und ich glaube, dazu brauche ich gar nichts mehr sagen, oder? Hier steht einfach nochmal eine Standuhr. Eine Standuhr in tadellosem Zustand. Ein bisschen verstaubt vielleicht. Ich bin mir sicher, wenn man die anstoßen würde, aufziehen würde, die würde bestimmt auch wieder laufen. Tja, dann haben wir hier noch eine Nähmaschine. Oh, und was ist das hier? Ist es ein... Ich habe keine Ahnung von alter Handwerkskunst, ne, was Nähen und so weiter angeht. Ist das ein Spinnrad? Ich bin mir nicht sicher. Das könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr wollt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass sowas hier noch so steht. Und ohne irgendwelche Beschädigungen. Naja, und dann gibt es hier auch wieder Räume. Drei an der Zahl. Hier das erste. Ich würde sagen, auch wieder mit so einem Ding, es wurde zusammengeräumt schon mal, oder es wurde angefangen zusammenzuräumen. In irgendwelche Kunststoffsäcke oder Wertstoffsäcke. Aber das, was ja eigentlich bemerkenswert ist, das hier. Hier haben wir einfach mal ein Solarium. Selten gesehen sowas. Ich glaube, es ist erst das zweite Solarium in irgendeinem Privathaus, was sich irgendjemand ja installiert hat. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich mir so die Kontrollschalterinstrumenten angucke, es wird alt sein, oder? UVA Solarium, Original Dr. Müller. Wer war Dr. Müller, ne? Das wäre jetzt die große Frage. Wir gehen zum nächsten Raum. Übrigens, über so ein Bärenfell, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das ist jetzt hier wirklich Kategorie Dachboden. Ja, also was kann man sagen? Es ist genauso wie unten. Ein riesig großes Durcheinander von allen möglichen Sachen. Ich meine, auf dem Dachboden erwartet man das schon eher, ne? Wir haben Schuhe, wir haben Badmintonschläger oder Federballschläger vielmehr. Noch mehr Schuhe. Dann, man hätte es fast schon vermisst, Weihnachtsdekoration. Christbaumkugeln. Da haben wir noch einen Schrank mit Klamotten. Jacken vor allen Dingen. Natürlich auch komplett voll. Das scheinen Winterjacken zu sein. Mal so nebenbei bemerkt. Tja, das könnte natürlich ein Indiz sein, sag ich mal, dass man das Haus hier vielleicht ja, im Sommer verlassen musste. Denn vielleicht die Winterkleidung auf den Dachboden gebracht, das ist so die Überlegung so. Ja, und nun stehen wir hier im letzten Zimmer, ganz oben, und das ist das quasi Gästezimmer, was ich noch vermisst habe. Also wir haben einen Kleiderschrank, da hängt zwar noch ja, so eine Jacke oder irgendwas drin, aber sonst ist der soweit leer. Kleiderständer, Kleiderbügel auch leer. Und auf der anderen Seite zwei Betten. Sieht für mich aus wie ein Gästezimmer. Ja, Leute, und dann kann ich euch hier noch zwei Dinge zeigen zum Abschluss, die sehr interessant sind. Zum einen dieses ja, Tonbandgerät, hätte ich fast gesagt. Nein, es ist kein Tonbandgerät. Es ist ein Videorekorder. Ein Philips R2022S, noch nie gesehen, mit Tasten, was weiß ich, zum Programmieren. Interessant, wahrscheinlich mal irgendwann sehr teuer. Und obendrauf liegend einen Führerschein. So gerne ich ihn euch auch gerne zeigen möchte, gerade weil der ziemlich alt ist, geht natürlich nicht, ne? Datenschutz und so weiter. Ich halte mich da so gut es geht irgendwie dran. Das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Herr, der diesen Führerschein mal getragen hat, 1919 geboren wurde. Also relativ altes Semester, will man sagen. Und erworben hat er ihn 1966. Was soll man sagen? Der ist ziemlich lange zu Fuß ausgekommen. Oh, das war nicht nötig. Das war eine andere Zeit.
ein Auto war damals ja was ganz anderes als heute. Luxus und so. Ja, ich würde sagen, wir gehen in Richtung Ausgang. Tja, Leute, was kann man hierfür für diese Geschichte und für dieses Haus für abschließende Worte finden? Es ist wahrscheinlich einfach wieder mal ein Klassiker. Also es ist schon so häufig gesehen. Ich stehe jetzt hier gerade wieder am Eingangs- oder Ausgangsbereich, wie man sagen möchte, bei diesen Rollstühlen und bei dem Kinderfahrrad. Und ich frage mich, warum das irgendwie nicht geklappt hat. Vielleicht waren Schulden auf dem Gebäude drauf oder vielleicht war zu viel Geld da, dass man sich verstritten hat. Das Geld ist ja mal eigentlich das Ding. In jedem Fall finde ich es irgendwie sehr überraschend, dass man angefangen hat, anscheinend irgendwas zusammenzuräumen und dass man aufgehört hat und dass hier auch noch so viele private und persönliche Dinge drin sind und dass die Versorgungsleitungen noch aktiv sind. Das ist anscheinend irgendein laufendes Verfahren oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat euch auf jeden Fall dieses riesige Haus gefallen. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung dafür, dass man das Ganze hier so ein bisschen fix gemacht hat. Ja, man muss halt priorisieren, sonst wäre das Ganze in 2, 3, 4 Teile geworden. Bis zum nächsten Video und schaut bei den anderen vorbei. Ciao.